Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren geisterheimsuchenden Folge Murdered Soul Suspect. Ich heiße euch wie immer recht herzlich willkommen und danke fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge, in der wir herausgefunden haben, dass Baxter hinter Joy her war, Baxter anscheinend der Glockenmörder ist, irgendwie übernatürliche Kräfte hat und stark ist wie der Hulk und er hat Iris umgebracht. Ja, und jetzt sollen wir Joy Bescheid geben, dass auch der Priester leider Gottes nicht mehr unter uns weilt. Und aus diesem Grund machen wir uns schnell hinaus und gehen zu Joy. Mach deinen Geisterkram und hol mich hier raus. Mach schon. Vertrau mir. Du bist hier besser aufgehoben. Sicher. Okay. Was ist passiert? Er hat nicht gelitten. Du lügst. Er starb, um Unschuldige zu beschützen. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Er ist meinetwegen gestorben. Hey. Auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren hilft bei unerlaubtem Betreten und Flucht nicht. Also spar dir die Verrücktheiten, klar? Mann, Rex, mach mal halblang. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Nicht? Dachte ich mir. Wir überlegen uns auf dem Revier, was wir mit dir machen. Warum passiert mir das schon wieder? Joy, sag ihm, was wir entdeckt haben. Sie müssen alles wissen. Du musst ihn irgendwie überzeugen. Wo gehst du hin? Der Mörder hat einen Hinweis auf das alte Herrenhaus, das wir im Museum sahen, zurückgelassen. Erzähl Rex auch davon. Das ist vermutlich das Versteck des Mörders. Okay, ich versuch's. Eine Sache möchte ich immer mal noch mitteilen. Wieso müssen wir immer hier über die Strandpromenade laufen, um zur Kirche zu kommen? Und die Polizei kann irgendwie durch die City fahren. Das will sich mir noch nicht so richtig erschließen. Aber ist egal, wir machen uns zum Haus des Urteils. Los geht's. Okay, dann wollen wir mal Haus des Urteils. Gehen wir rein da. Ich nehme an, es müsste das letzte Gebiet sein im Spiel. Zu seiner Blütezeit war das wohl mal ein interessantes Museum. Jetzt wird es nur noch von rostigen Nägeln und Gerüchten gestützt. Ein Haus, in das du nicht mal deinen schlimmsten Feind schicken würdest. Okay, da ist es. Das Haus des Urteils. Und da lennt ein Bricht, da bricht ein Licht, da brennt Vielleicht ein Licht. Ist dieser verlassene Ort doch nicht so verlassen. Und vor allem ist auch das Polizeiauto hier. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Das könnte natürlich aber auch eine Falle sein. Sag ich ja. Weil jetzt kommen wir aus dem Haus nicht mehr raus. Ach ja, als ob ich das nicht ahnen würde. Und hier kommen wir halt auch nicht rein. Hier gibt es quasi nicht viele Wege, die wir gehen können, weil alles gesegnet ist. Ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist von uns. Gibt es hier noch eine Geistergeschichte? Tatsache, Asche zu Asche. Eine Geistergeschichte scheint es noch zu geben. Okay. Dann wollen wir die natürlich auch finden. Was haben wir hier? Ein Gedicht. Hier kann ich mich verstecken. Und da kann ich hindurchgehen. Und hier gibt es irgendeinen Sammelprospekt.
Kann ich da durch irgendwie? Nee. Gut, dann eben nicht. Dann eben nicht. Dann schaue ich mich hier auf alle Fälle erstmal noch weiter um, ne? Heilige Scheiße, sieh dir all diesen Mist an. Was ist das? Oh, frische Farbe, das wurde gerade erst fertiggestellt. Flieg, kleine Hexe, soweit du kannst. Heute Nacht verfolgt dich große Angst. Beide Reiche du sollst verlassen und wie andere im Tod verblassen. Oh nein, das handelt von Joy. Er wird sie heute Nacht töten. Er wird sie heute Nacht töten. Das klingt ja auch so, als ob sie keine Chance mehr hat. Ich meine, noch können wir ja versuchen, sie aufzuhalten. Sorry. Und was ich vermute, kann es sein, dass Baxter vielleicht besessen ist, so wie auch Iris in einer der letzten Folgen durch ihre Schwester besessen war? Kann es sein, weil hier hat er auch, der Teufel hat mich gezwungen. Bürgermeister Studer weiß Schuld von sich, nachdem er eine Reihe qualvoller Morde angeklagt wurde. Ich meine, es könnte ja sein, dass tatsächlich persönliche Gegenstände, dass er tatsächlich besessen ist und deshalb auch so eine übermenschlichen Kräfte entwickelt hat. Drittes aufgeknüpftes Opfer entdeckt. Bizarre Aufknüpfungen lassen auf Salems schändliche Vergangenheit zurückblicken. Ich sag's ja. Warte. Ähnliche Morde. Mehrere Mörder. Jahrzehnte auseinander. Ist das eine Reihe von Nachahmern? Eine Verschwörung? Nee, das ist 100 Pro ein Geist. Was hast du noch in diesem Haus versteckt, du Freak? Das ist 100 Pro ein Geist, der Baxter... Was war das? Oder der allgemein jemanden seit langer Zeit oder immer wieder Leute heimsucht, um immer und immer wieder neue Medien zu töten. Zumindest ist das meine Vermutung. Wir können gern... Ach du Schande. Oh, schön. Habt ihr mich jetzt gesehen? Aber wie zum Henker? Ich war doch hinter der Wand. Ach du Schande. Jetzt wird's brachial kritisch. Jetzt haut doch endlich ab! Danke. Geht doch. Hier liegt noch was. Die Schwingungen, die ich von diesem Haus empfange, sind unglaublich. Es ist wie im Museum. Die alte Gewalt versucht, die neue zu übernehmen. Ich muss Officer Baxter informieren. Das hier könnte entscheidend sein. Eieiei, Joys Mutter Cassandra war auf der Suche nach... Naja, dem Übernatürlichen, der die Morde verursacht, nach dem Glockenmörder, wusste aber die ganze Zeit nicht, dass Baxter der Mörder ist und ist ihm wahrscheinlich so in die Arme gelaufen. Eieiei, ich glaube, das wird noch böse enden. Oh, da liegt Baxter. Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Ich frag ihn erstmal, da er nicht weiß, dass er tot ist, was er hier gemacht hat. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen.
Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Ja, er hat quasi auch dem Ganzen, genau wie wir, nachspioniert, nur dass er noch am Leben war. Wo ist denn Cassandra jetzt? Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Dann frage ich mal jetzt, ob sie Erjoy kennt, ne? Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Du wirst es nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? So, und wer hat ihn jetzt umgebracht? Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Und wo ist er jetzt hin? Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Okay, also ist Baxter doch nicht der Glockenmörder. Das nimmt jetzt alles eine sehr, sehr komische Wendung, muss ich sagen. Damit hätte ich jetzt ja doch nun nicht mehr gerechnet. Aber wenn nicht Baxter der Glockenmörder ist, wer zum Henker ist es denn dann? Also, dann haben wir ja aktuell überhaupt keinen Plan mehr. Beziehungsweise auch einfach keinen Hinweis. Also, versteht mich falsch, aber ich wüsste jetzt nicht, wen ich hier noch vermuten sollte. Wenn ich mal ehrlich bin. Wir müssen immer noch eine... Ah, da unten ist sie, oder? Das sind Zellen. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Das sind auf alle Fälle Zellen. Ganz, ganz viele Zellen. Oh, die letzte Geschichte, Freunde. Dann schauen wir doch mal und hören uns die doch mal an, ne? Salem war nicht die aufregendste Stadt für ein paar wilde 13-Jährige. Spielen mit meinen Freunden nach der Schule erforderte normalerweise eine gesunde Dosis Vorstellungskraft, um die enttäuschend öde Landschaft aufzupeppen. Für uns war Salems Geschichte bloß ein Haufen von Gruselgeschichten und Touristenattraktionen. Hexen existierten nicht, das wussten wir alle. Deswegen war Robbie Barnes die Lachnummer der ganzen Schule. Er glaubte tatsächlich, dass sie echt seien. Im Rückblick wünschte ich, wir hätten ihn nicht so sehr geärgert. Vielleicht würde er dann noch leben. Ich habe vergessen, wer von uns die Idee hatte, Robbie einen Streich zu spielen, aber es dauerte nicht lang und wir waren alle dabei. Meine Aufgabe war es, ein Beispiel für einen alten Zauberspruch zu finden. Es kostete mich ganze 15 Minuten. Die Bücherei besaß praktisch jedes Buch, das je zu dem Thema geschrieben wurde. Der nächste Schritt beinhaltete das Haus des Urteils. Verlassen stand es auf dem Hügel. Alle sagten, es würde dort spuken. Was es noch gruseliger machte, waren die Gerüchte, Richter Hawthorne habe die Überreste angeklagter Hexen in den verschiedenen Feuerstellen des Hauses verbrannt. Hier kam Robbie ins Spiel. Wir forderten ihn heraus, sich mitten in der Nacht in das Haus des Urteils zu schleichen und eine Handvoll Asche aus jeder Feuerstelle zu sammeln. Dann sollte er ein paar Kerzen anzünden, die Asche verstreuen und den Zauberspruch aufsagen. Wir sagten ihm, wenn er es richtig machte,
würde der Zauber alle Kerzen löschen. Wenn er all das durchziehen würde und die Kerzen auch nur flackerten, würden wir uns nicht mehr über ihn lustig machen. Wir sahen, dass er Angst hatte, aber er stimmte zu. Was wir ihm nicht sagten, war, dass wir eine versteckte Kamera aufgebaut hatten, um all die unfreiwillige Komik zu filmen. Am nächsten Tag kam Robbie nicht zur Schule. Wir nahmen an, dass er den Schwanz eingezogen hatte und sich nicht unserem Spott aussetzen wollte. Dann hörte ich, dass Robbie als vermisst gemeldet wurde. Ich fühlte einen Schauer meinen Rücken herunterlaufen, als ich das Video aus unserer versteckten Kamera holte. Ich drückte Play und spulte vor, bis ich Robbie sah. Er tat genau das, was wir ihm aufgetragen hatten. Aber dann lief eine schattenhafte Gestalt vor der Kamera vorbei. Robbie drehte sich mit Schrecken um, gerade als das Bild der Kamera abbrach. Als es dann wieder da war, war Robbie fort und das einzige Anzeichen, dass überhaupt irgendwas passiert war, war die Feuerstelle, die nun in der Ecke glühte. Oha, das bedeutet, es spukt tatsächlich hier in dem Häuschen. Heieiei, Freunde, heieiei. Sowas aber auch, ne? Sowas aber auch. Und Kinder können so grausam sein, ich sag's immer wieder. So, das war doch der Richter Hathorn, oder wie er, ja, urteilend, auf jeden Fall, und anklagend. Und natürlich streng. Erfreut sieht ja nicht aus. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Wen wollte er denn hier bestrafen? Seine eigene Tochter vielleicht? Kann das sein? Vielleicht seine eigene Tochter? Gelöschtes Licht. Seine eigene Tochter, die er hier unten vielleicht im Keller... Ich sag's ja. Und eine Glocke. Wer hat das gezeichnet? Wahrscheinlich sie. Und sie ist der Glockenmörder. Eingesperrt. Flehend. Steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Eieiei, hat er seine eigene Tochter... Ist das seine Tochter? Falls ja, hat er seine eigene Tochter dann hier unten eingesperrt? Ein Gefängnis im Gefängnis. Boah, wenn du da drin bist, dann hast du aber auch... Die Gottlosen haben keinen Frieden, Alter. Oder auf dem Bett liegen, ey. Boah, das ist doch... Das ist doch... Da kannst du froh sein, wenn du es nicht lang mitmachst. Also wirklich. Die Ketten vielleicht noch? Gefesselt. Aber er hat sie nicht an Ketten gehangen. So viel steht fest. So, er hat sie auf jeden Fall hier und auf jeden Fall das. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Was? Der Typ, der mich umgebracht hat... Ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder? Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Sie muss doch dann aber irgendeine Gestalt angenommen haben, um überhaupt in der menschlichen Welt zu agieren. Und sie hat die Leute einfach als Hexen bezichtigt, hat die angeklagt quasi und die wurden alle wegen ihr unschuldig hingerichtet. Weil die so eine verrückte Hexenfanatiker-Tante ist. What the hell? Das ist ja total creepy. Nun gut, Freunde. Wir machen uns raus aus dem Haus. Zentrale, ist Rex angekommen? Er hat eine Verdächtige zum Revier transportiert und wir erreichen ihn über Funk nicht. Geht auch nicht ans Handy. Nein, ist er nicht. Wir melden uns, wenn er auftaucht. Verstanden. Scheiße, wenn Rex vermisst wird... Es könnte in diesem Moment passieren. Wo hast du Joy hingebracht, du Arschloch? Na toll.
So, wo hat er Joy hingebracht? Wo würde Abigail Joy hinbringen? Na, wahrscheinlich dorthin zum Galgen. Ins Museum. Haus des Urteils? Nicht. Werkzeug des Todes? Ja. Keine neuen Spuren. Die Kirche, Zielort des Mörders. Ist Abigail der Mörder? Der Zielort der Zeugen? Nein, okay. Dann wahrscheinlich da. Hä? Ja, okay. Werkzeug des Todes bedeutet ihres Todes, wo sie getötet wurde. Der Galgen im Museum. Halt durch, Kleine. Ich bin auf dem Weg. Also ab ins Museum, meine Lieben. Aber das machen wir natürlich in der nächsten Folge, die dann wahrscheinlich in das Finale münden wird. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und fürs Reinsehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich bedanke mich, bleibt schön gesund, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.